Vampires turn to ban. So, und da sind wir wieder zurück in den Joint Dota Masters. Im zweiten Spiel zwischen Team, im zweiten Spiel der Joint Dota Masters und im zweiten Team, Spiel zwischen Team Empire und Meepwned. Die, ja, Team Empire wurde das letzte Spiel doch hart gemeepwned. Bannen hier trotzdem wieder den Meepo, schade. Das wird halt, das ist halt das Problem. Team Tinker hat dasselbe Problem mit dem Tinker. Ist halt das Problem, dass man dann doch sehr oft gebannt wird. Besonders gegen Excalibur ist das halt auch so eine Sache. Dafür wieder Ex-Konterbahn. Juggernaut ist diesmal draußen. Sehen wir keinen Simba Juggernaut mehr. Und Troll ist wieder von Meepwned der Bann der Stunde. Team Empire packen jetzt mal ein bisschen mehr aus. Wisp. Wisp, Wisp, Wisp. Mal schauen, mit was Wisp. Ob wir direkt einen Tiny Wisp sehen. Oder was anderes wird. Meepwned machen einfach die Chance wie letztes Mal nochmal. Seeker Zeus. Wenn irgendjemand low ist, dann stirbt irgendjemand. So ungefähr. Also sehr viel Blattseeker Zeus in der Richtung auf wir sehen Helden. Und viel Scouten, viel Informationen. Viele Leute sehen, die zurückgehen. Es scheint anscheinend ganz gut zu funktionieren. Die Frage ist halt, ob es gegen Tiny Whispered auch funktioniert. Die hauptsächlich vor das Leben sein werden und von irgendwo auf der Map Richtung irgendwo auf der Map sich teleportieren. Mit merklich vollem Leben. Tja, Tiny Whist ist halt immer so eine so ein Problem oder so eine Reifeprüfung für Teams. Denn es ist eine super starke Combo. Team Empire ist halt, seriously, Team Empire ist Team Empire. Können sie natürlich super gut exekuten. Und Meepwned müssen halt eine Strategie auspacken, die dagegen gut ist. Haben jetzt halt Blattseeker Zeus auch gegen Wisp gepickt. Von daher waren sie sich eigentlich schon klar, okay, Tiny Wisp. Von daher sind sie sich wohl sicher, dass sie da mit der Strategie gegen Tiny Wisp klarkommen. Trotzdem, tja, haben wir jetzt halt ein bisschen mehr Heal. Klar, letzten Game mit Dazzle dachte man auch, okay, Bloodseeker wird wohl zu machen sein. Grave, Heals, soll schon passen. Hat nicht gepasst. Aber das war halt auch, weil sie stark von hinten gespielt haben. Dazzle ist zwar einer der besseren Helden von hinten spielen, wo man durchaus den Carry am Leben lassen kann, egal wie er stirbt. Aber, tja, mal schauen, ob Meepwned hier mit derselben Strategie durchkommt. Ob die Lanes einfach nur beim letzten Mal besser waren, denn das waren sie. Die Top-Lane ist halt stark für Empire auseinandergefallen. Und ja, es war halt dann einfach auf der Top-Lane Yuki, der halt keinerlei Impact hat mit dem Nightstalker. AA Disruptor werden hier gebannt. Die konnte halt gegen Team Empire so, besonders Disruptor. Aber auch Storm und Puck sind hier weg. Und daher nicht kein Silent Storm, wie aus dem letzten Game, der jetzt zwar nicht so viel Impact hatte, weil, gegnerische Team war schon zu fett gefarmt. Aber trotzdem noch ein sehr starker, sehr großer Impact eigentlich im Spiel hat so ein Storm Spirit. Besonders weil die Mitte, ja gut, technisch auch schon wieder zu ist mit Tiny Wisp, wird wahrscheinlich die Mitte werden. Sind auch auf Dire, von daher kann Wisp auch sehr einfache Dual Stacks machen. Noch einfacher als auf Radiant, wo das natürlich auch geht. Und auf jeden Fall wird es sehr schwierig zu sein. Vengeful Spirit jetzt, also wieder sehr viel Action. Meepwned wissen, spätestens mit Tiny Wisp, okay, Late Game können wir nicht gehen, beziehungsweise müssen wir jetzt spezielle Helden picken, um überhaupt später zu gehen als Tiny Wisp. Und in Sachen Base Race oder so kommen wir da eh nicht dran. Von daher geht es jetzt sind jetzt tatsächlich Meepwned, die super aggressiv gehen. Und nicht nur zum Konter für Empire letztes Game, sondern einfach dieses Game hier mit Avenge. Early Aggression, Early Teamfight, Early Damage. Und Early Kills vielleicht auch. Solange sie einen Tiny Down halten können, sieht bisher alles gut aus. Aber ich glaube, dass es nicht der letzte Carry von Team Empire werden wird. Die hier bestimmt einen Backup-Plan zusammen mit Tiny Wisp picken werden. Irgendwas, was Großes dann hat. Worauf Tiny Wisp dann draufkommen können. Was ich auch zuletzt gesehen habe, war bei Rave in der asiatischen Szene, dass sie Morphling Support gespielt haben. Und hat einfach mit Adaptive Strike alles auf Stärke. Hast du halt irgendwie nach 20 Minuten einen 2000 Leben Support, der 4,25 Sekunden Stun hatte. War immer noch beeindruckend, das zu sehen. Und ja, darauf könnte man doch schon relocaten. Definitiv. Aber mal schauen. Haben wir auch hier noch eine Minute Zeit. Können sich überlegen, was zusammen mit Tiny Wisp ist. Und außerdem, ob das halt gegen das Team von Meepwned klappt.
sieht wohl gut danach aus, dass es hier so die Fallback-Strategie ist von Team Empire. Einfach Tiny Wisp und dann schauen wir mal. Und ja, das ist es halt auch genau das, was sie jetzt genau machen. Schauen wir mal. Und auch durchaus lange. Silent nimmt hier sich seine Zeit. Aber, naja, sie haben sie halt auch. Und was sie halt jetzt picken, ist so ihr Lineup. Müssen jetzt Gedanken machen, die Reserve Silent am Ende brauchen sie nicht mehr wirklich. Die Lanes, naja, können halt jetzt nochmal alles durchpicken. Das hier ist jetzt die Zeit, die sie brauchen. Und sie gehen mit dem Dazzle. Also trotz Relocates sind sie mit dem Dazzle da drin. Klar, Dazzle wird auch... wird wahrscheinlich da sein, wo Tiny und Wisp hin relocaten. Aber Dazzle ist halt nicht der mobilste, von daher müssen wir halt gucken, dass Tiny Wisp selber nicht gebannt gegankt werden, so rum. Das könnte vielleicht ein Problem werden, wenn Dazzle nicht da ist, aber naja. Dazzle plus einen einfachen Stunner oder sowas und dann könnte man dann schon drauf relocaten. Außerdem, Poison ist ja natürlich auch noch vorhanden, um hier jemanden zu slowen. Und je nach Levels gar nicht so wenig, trotzdem ist es halt auch eine gewisse Sache, hier greedy drauf zu gehen auf den Poison Touch, denn, naja. Man will eigentlich schon ein bisschen Heals haben, ein bisschen Grave haben und so. Auch schwierig. Aber naja, Meepo und werden jetzt weitergehen mit der aggressiven Strategie. Wahrscheinlich ist es halt einfach wieder Zeus in der Mitte auf Excalibur. Bloodseeker wird von Weeha gespielt auf der Safe Lane und dann brauchen sie jetzt noch eine anständige Offlane für Simba. Juggernaut hat letztes Mal wunderbar schön funktioniert, aber tja, die Frage ist trotzdem, ja, das hat nur funktioniert, weil die Lanes so gut waren. Andererseits wird es jetzt auch nicht so ungefähr anders sein, denn hey, es werden immer noch nur Dual Lanes unten sein, Tiny Wisp wird in der Mitte sein. Wir haben Dazzle auf der Lane, von daher können sie jetzt eigentlich richtig greedy für die Offlane gehen. Und wir sehen auch schon, Sand King wird wieder gepickt, das heißt, sie gehen auch greedy wieder mit der Safe Lane, denn sie wissen, okay, es wird maximal eine Dual Lane, die da aggressiv hochkommt. Und selbst das ist halt so eine Sache. Und wir sehen Slada hier. Also dazu noch ein bisschen Minus Armor Strat. Von Team Empire hier, die damit auch früh Rushs machen können. Andererseits Zeus, Thunder God's Wrath, Vengeful Spirit hat halt auch Möglichkeiten mit der Wave of Terror hier zu scouten. Und wenn jemand von Roshan low wird, haben sie halt auch noch den Thirst, um das zu scouten. Und daher auch viele Möglichkeiten von Meepo und einen frühen Roshan Snipe doch sehr einfach zu sehen. Tja, also auch noch ein bisschen mehr Zeit hier für Meepo und müssen sich halt überlegen, okay, was will Team Empire hier im letzten Pick picken? Und es ist eine Legion Commander, die sie dann doch rausbannen. Sowohl Slada mit dem Stun als auch Legion Commander mit dem Duel wären halt super Gelegenheiten für Team Tiny, beziehungsweise Tiny Wisp reinzukommen. Von daher sind das die Buns. Andererseits ist halt immer noch ein Ravage Man als Tiny Hunter noch drin, wo vielleicht Meepo und hingehen könnten. Naja, wäre das so... Ja, das wäre eventuell mein Bann, den ich hier machen würde. Denn gegen Slada ist Tidehunter super eklig zu spielen. Andererseits vielleicht sowas wie ein Batrider oder so wäre halt auch noch drin. Aggressiv, gewinnt die Lane gegen Slada. Halt so eine Sache. Slada Dazzle Lane ist doch recht weak. Von daher können Meepo halt wie gesagt really gehen. Sowohl ein Batrider als auch ein Tidehunter wäre hier eine gute Wahl. Und Titan ist gebannt. Mal schauen, was es dann in Sachen Offlane für Meepo und wird. Team Empire müssen auch noch die Offlane machen. Tja. Vielleicht sowas wie ein Cent. Einfach um das, die Möglichkeit zum Kiten zu haben. Vielleicht. Ansonsten, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Melee. Was sonst noch so drin wäre... Ein Brewmaster offlane. Ja. Auf jeden Fall gegen Bloodseeker, gegen Vengeful Spirit wird die Lane sowieso schwierig. Sand King kann auch dazu kommen. Bradmother von Meepoint, okay. Sie hätten mit jemandem Greedy gehen können, der seine Lane, dadurch, dass es nur eine schwache Dual Lane ist,
gewinnen könnte. Und jetzt gehen sie mit der Broodmother, die ihre Lane sowieso in den meisten Fällen gewinnt, okay. Also super aggressiv im Meepound. Und die Broodmother wird ein großes Problem hier für Team Empire sein. Team Empire allerdings gehen mit dem Cockwork Goblin, was mich sehr freut, denn es ist ein ziemlich cooler Held. Und brauchen sie jetzt auf jeden Fall 4-Steps. Gegen Venture Spirit ist es tatsächlich gar nicht so eine tolle Sache. Außerdem Excalibur hatte letztens halt auch First Item 4-Step gebaut. Von daher weiß ich nicht, wie sinnvoll wirklich Clockwork auf dem Yoki hier sein wird. Aber auf jeden Fall erstmal schon mal die richtige Idee. Halt auch jemanden, der Helden lange festhalten kann, zusammen mit Tiny. Und vielleicht halt auch einfach Hook Cox, Excalibur 4-Stept sich an einer Seite raus. Und dann kommt eben auf diese Seite Tiny Wisp, der danach hat halt Excalibur kein Escape mehr so ungefähr. Vielleicht ist er doch das der Plan. Wer weiß. Aber die Lanes von Meepwn sind ganz klar. Haben Simba auf der Offlane mit der Broodmother. Hani und Paladai supporten das Ganze wieder. Sand King und Venge diesmal. Weeha auf dem Blattsieger, das zweite Mal in Folge. Und Excalibur auf dem Zeus in der Mitte. In zweite Mal in Folge. Außerdem Zeus ist gegen Tiny Wisp doch eine gar nicht so schlechte Wahl hier. Muss man halt mal schauen, wie viel Harris er wirklich halt auf den Wisp hier draus holen kann. Ja. Joki, Clockwork Goblin auf der Offlane. Alola Dance übernimmt den Wisp hier. Letztes Spiel war das. Dingens hat sie halt irgendwie genannt. Genau, Alola Dance und. Whoops, Alola Dance und Joki waren eben die beiden im letzten Game, die ihren Namen noch nicht drin hatten. Ja, der Ward ist noch drin, von daher wurde nichts gesetzt, aber naja. Silent auf dem Slaughter, hab ich auch schon öfters, glaube ich, mal gesehen. Ja, Fly wieder auf dem Dazzle. Und ja, Resolution, Alola Dance, Tiny Wisp in der Mitte. Wollen ja auch die Rune haben. Meepo und sagen dahingegen, nö. Wollen die Rune gar nicht erst haben. Wollen die Bottom Rune haben. Und ich glaube nicht, dass Joki weiter vorne gehen wird, ja. Wird ja schon gut aufgehalten. Dann wird er keine Chance haben, die Rune zu bekommen. Versucht halt mit Cox wahrscheinlich noch ganz ranzukommen. Kriegt auch Hani tatsächlich, aber wenn der jetzt nicht wirklich da rausgehen will, um weiteren Cockburns zu entgehen. Aber ja, die Broodmother wird um ein großes Problem für Empire werden. Und Bottom. Ja, Clockwork ist ein besserer Held dagegen wahrscheinlich. Trotzdem wird das halt schwierig sein. Harris kann Platz hier genug rausholen. Außerdem, wenn die Cox kommen, ist ein Bloodrides-Treffer schon eigentlich garantiert. Muss man halt sehen. Ani wird das Ganze stacken, wird den Jungle übernehmen. Dann passt das schon so. Sentries auf der Lane sind keine vorhanden gegen die Broodmother. Haben sie die Lane hier oben vollkommen aufgegeben? Okay. Aber gut. Mitte Excalibur gegen Resolution. Wird wahrscheinlich auf spätestens auf Level 3 ein bisschen engaged werden. Oder halt auf Level 2. Einfach weil Tiny doch schon einige Nests an Bursty Damage draußen hat. Ja, Joki hat aber auch ganz gut Regen hier. Standard Regen. Und wird damit auch okay sein. Weiß hier ungefähr, dass Simba hier ist. Bin das dann, aber kann nicht aufhalten, sie den ein. Und ich snaps von der Mother den ersten kleinen Spiderling. Ob das. Na, hat hier nicht für den Last-Hit geholfen. Weil ich nicht Level 1 Spiderlings sind halt nicht so stark. Außerdem 120 Mana für einen Spiderling. Aber hey, was man kriegen kann. Schöne Cox von Joki, damit hat Paladai komischerweise nicht gerechnet. Oder war halt doch ein bisschen zu weit vorne. Spiderlings gehen hier eventuell down, aber haben immerhin den Pull-Through verhindert. Und jetzt haben wir eine Lane, die pushen, was natürlich die Broodmother auch sehr freut. Also bei den Lastezahlen in der Mitte halt Tiny 10-1 und Excalibur nur 7-1. Hat schon klar, ist nur gegen den Dual-Lanes, aber naja. Erste Sentry Ward ist jetzt außerdem draußen für Empire, von daher sehen sie jetzt immer und könnten hier eventuell was machen. Versucht halt irgendwie aus dem Sentry Range rauszukommen und ist tatsächlich draußen. Oh, geht zu weit draußen. Und aber auch der zweite Sentry Ward wäre gesetzt worden oder wurde gesetzt von Always von der Fly und First Blood darauf knapp
Nein, Weird hat tatsächlich gleichzeitig den First Blood of Clockwork vollbekommen. Holy Crap, was gleichzeitig. Aber halt auch Venture Spirit hat sich danach denied in den Creep. Wurde jetzt zwar ein bisschen genervt auf Level 1, dass es halt länger dauert, das Respawn, trotzdem halt schneller als zurückzulaufen. Ich gerade. Tja, haben wir mal die Broodmother einmal down bekommen. Die Frage ist, wie oft das noch passieren wird. Soaring auf dem Weg bald für Simba hier. Und Excalibur hat auch seine Bottle, die jetzt gebottlecrowed wird tatsächlich. Sehr langsam, aber immerhin gegen Wisp und gegen Tiny ist es halt auch schwer zur Runde zu kommen. Ist halt einfach so. Kriegt ihm ein paar Levels außerhalb. Auch interessant, vielleicht wird ihm das Sentry hier gepoolt. Dann könnte die beiden Sentry Worlds hier ganz gut dewarden. Mit den Spinnen und mit sich selber gleichzeitig dürfte es eigentlich ganz gut möglich sein. Aber wichtiger Punkt halt auch. Oh, okay, keine Mud Golems, das ist schön. Andererseits gegen Tiny ist gar nicht so anfällig gegen Mud Golems. Naja, geht das schon. Also mal guckt hier eventuell mal ein bisschen, wo die Vision ist. Ich habe hier oben gesehen, dass sie hier oben nicht mehr angekratzt werden. Vielleicht stellt er den Sentry demnächst. Oder kauft sich eine. Mal schauen. Aber die Sentry läuft noch 2 Minuten. Aber wird wahrscheinlich nachgestellt werden. Die Lane ist uns einfach viel zu hart ohne. Aber Rotations von Wisp kommt jetzt hier rein. Oh, da sind sie da hier. Und außerhalb der Reichweite schön bekommen. Und nix da. Auch schön gemacht von Simba nach rechts wegzugehen. Trotzdem aber halt ein bisschen... Na gut. Mit Wisp zu rotieren ist halt die Sache. Findet nicht so viel. Eventuell, wenn ein Tether reingelaufen wäre, hätte das was gebracht, aber. Naja. Excalibur kann ja sehr, sehr viel mehr aktiv sein. Resolution ist auch schon sehr low. Wird auch sogar schon gesehen vom Bloodseeker. Und kann sich halt gar nicht mehr in die Lane trauen. Denn Zeus kann halt einfach One-Hit snipen. Weiß zwar nicht, wo Wisp ist. Und Resolution kann ihn ja wahrscheinlich One-Hitten. Aber, oh, siehste, One-Hitten wird zurückgeworfen, aber sollte hier trotzdem wegkommen. Cooldown ist bald vorhanden, aber Weha ist da, Blood Rites, schön, und kriegen hier nur Wisp, aber auch Resolution sollte wohl down sein. Hat Wave of Terror nicht getroffen, aber trotzdem, Weha Double Kill auf dem Bloodseeker, schöne Rotation hier. Und Bloodseeker, der gesehen hat, okay, hier kriege ich einiges raus. Simba farmt jetzt einfach seine Camps hier, damit sie nicht mehr pullen können. Ist halt auch sehr weit mit Sentries alles abgesetzt. Und schwierig da wirklich ranzukommen. Tja. Aber Rotations, Paladai und Hani sind jetzt hier. Sentry sieht sie natürlich nicht. Und Mila wird jetzt einfach hoffen. Oh, Stun ist draußen. Hani ist da. Grave von... Oh, Always von der Fly hat keinen Mana für Grave. Noch 40 Mana fehlen und Silent wird hier down gehen. Simba holt sich den Kill. Und das ist ganz schlecht gelaufen hierfür. Die Supports können tatsächlich rotieren. Excalibur sollte in der Mitte eigentlich klarkommen. Weha auf der Bottomlane auch. Solo gegen Clockwork ist halt immer so eine Sache, aber als gefarmter Platzsieger sollte es gehen. Sind ja auch schon 3-0 eigentlich, der Platzsieger hier. Sollte, ja, 3-0. 1400 Gold. Ja, ist auf dem Weg wieder zum Olds. Nutzt halt auch wesentlich mehr Mana als vor dem Patch hier mit dem Blood Raid. Und damit, ja, es ist ganz gut. In der Mitte haben wir Excalibur, der, ja, mit dem Toss wahrscheinlich wieder down gehen wird. Ja, schmeißt ja einfach Adora Dance hinterher. Bam! Ja doch. Aber kriegt eigentlich so nämlich mit Tower-Shots, aber reicht nicht. Ist nicht mehr genug, um in den Thirst-Range reinzukommen. Level 3 ist es schon. Aber es geht ja auch nicht weiter runter. Visibility Health doch eigentlich schon. Das war doch immer mal 40%. Nevermind. Ah, jetzt ist natürlich für Simba ein bisschen mehr Problem. Level 6 für Silent. Ist da immer sichtbar. Trotzdem wesentlich besseres Spiel von Empire, besser als letztes Game. Wo sie doch stark gegen Nippon verloren haben. Und jetzt hat die paar Kills zurückgeholt. Besonders auf Excalibur, der Kill war sehr wichtig. Und ja, jetzt können sie die 6 farmen, wenn einiges an Last sitzt und
hätte Networth und XP rausbekommen. Alordaeans wird damit Level 6 werden tatsächlich. Und dann könnten wir die ersten Relocate-Gangs sehen. Networth, der weit vorne von Meepon war, aber nach den Kills und so wird es jedes wieder weiter zurück, besonders nach den Stacks wird es hier wieder even sein. Und schon fast die Laning Stage ist vorbei und vielleicht ein bisschen wenig getan von Meepon bisher. Und sich knapp an Simba vorbei, aber schön, dass dann auf die ganzen Spiderlings und jetzt Silence. Ah, konnte hier nicht. Simba war noch in, es konnte nicht blocken. Und daher keine Möglichkeit für Paladin da ranzukommen. Achso, ja, die Waters von Radiant, deshalb wurde er nicht sichtbar. Konnte nicht blocken. Und tatsächlich Relocate gegen auf Excalibur da oben. Und ja, Avalanche trifft, Toss trifft, die Balls treffen alle. Death für Excalibur. Schön von der Base aus relocated. Und ja, Alordaeans wird sich denken, nö. Da muss ich. Kann ich den Tiny auch da lassen? Slada hat jetzt sich Paladai gefunden. Dazzle geht down gegen den ganzen Spiderlings, aber Alordaeans ist jetzt hier. Kein TP da. Simba hat jetzt ein Problem. Ist sehr schnell und Stun trifft. Simba geht hier auch down. Und das Stun von Paladai, aber es ist halt auch niemand mehr da. Und jetzt wird eventuell Paladai noch drauf gehen. Wird hier versuchen zu juken, aber Stunts sind da von Silence. Viele Rotations kommen, aber sehr lange. Da ist Sand King nicht rechtzeitig. Außerdem kein Mana für den Stun. Alordaeans wird low und ja, Excalibur nutzt direkt die Chance, um mal ein bisschen Damage zu machen. Trotzdem, längerer Fight, 2 zu 2, soweit ich weiß, und wichtigere Kills of Empire, die mit 7 zu 6 vorne liegen. Und das erste Mal jetzt die Chance weiter runter geskillt haben. Yoki, oh, schön gewartet und das Old Scepter hat Yoki komplett überrascht. Mal schauen, wie Weeha da wieder rauskommt. Versucht das Ganze noch zu juken und nur ein Toss da. Aber der Damage konnte eventuell genug sein. Ist sehr schnell, von daher wird er hier nicht rankommen. Keine Mana mehr für Tiny. Es juckt es tatsächlich noch raus. Was? Oh nein, falsch rum. Warum juckt er das? Er hat doch keine Mana mehr. Hat er nicht drauf geachtet? Ein bisschen Panik von Weeha hier. Ganz stark Panik. Und Resolution kriegt hier einen simplen Kill. 500 Gold. 18 Experience. Tiny Mist beginnt zu rollen. Versuchen hier noch ein Paladin ranzukommen und tatsächlich machen wir einfach ein Go, holen ihn tot. Krass. Kann er sich auch nicht umdrehen, um zu stunnen. Hat nicht genug Turnspeed dafür. Holy crap. Ja, die Spiderlings, bisschen greedy. Hat jetzt hier Slada einige davon bekommen, aber er hält halt die Wave aus und versucht hier den ersten Push zu machen. Aber naja, Creep skippen. Ist ja doch eine bessere Möglichkeit von ihm. Zwar ist hier eine Sentry Ward. Aber wenn er es gut spielt, kommt er hier immerhin besser weg als auf der Lane. Und kann vielleicht ein paar Leute abziehen, die reagieren müssen. Na, Simba knapp außerhalb der Reichweite des Sentry Wards. Trotzdem wird es eher ein Problem, dass Tiny Bus so langsam fett werden. Ganz beim Weeha, der immer noch fetter ist, trotzdem, spätestens jetzt, wird Resolution doch sehr. Sehr, sehr viel mehr Fett als hier als Weeha. Besonders mit diesen Kills. Sehr, sehr einfache Sache. Meepo verlieren das Momentum langsam und ehrlich gesagt haben sie keine Möglichkeit, da irgendwie zurückzukommen. Denn ihre Strategie war eigentlich, dass Bloodseeker fett wird, dass Simba seine Lane gewinnt und dass Zeus guten Damage macht und dann kann Empire nichts tun. Aber ja, was sehen wir, was hier passiert? Midas muss rauskommen, einfach um Late Game zu kommen. Ist halt so eine Sache, findet jetzt hier Dazzle alleine. Aber It Was a Trap, Tiny Wisp waren da. Und vielleicht auch besser, dass sie es nicht gemacht haben. Auf der anderen Seite, Clockwork stirbt einfach hier oben. Denn, naja, Rupture ist doch ein ziemlich starker Skill. Auf Minis und auf Leute, die nicht wirklich einen Escape haben. Und nicht TPen können, weil Oils. Und daher ist, oh, Mann. Tiny holt sich jetzt hier Zeus. Zeus einfach nur der doch einfache Kill drauf. Und ich war ein bisschen doof. Ich habe mir jetzt halt gerade erst gedacht, da kommt das die Engagement, aber zu spät. Trotzdem kriegt er immer den Courier. Aber schöner Hook und noch schönerer Stun von Sand King hier. Der verhindert, dass die Cox rauskommen. Ja, Haste Rune natürlich. Na klar.
Muss unbedingt sein auf Platz Sieger. Ja. Okay. Aber ich war ein bisschen dumm. Ich habe jetzt erst erkannt, wofür das Olz da eigentlich da ist. Platz Sieger, einzige Chance vom Platz Sieger wegzukommen, ist zu TP'en. Und dafür hat man Olz. Ziemlich geile Wahl, besonders auch mit dem Rupture. Mit dem Blood Rites zusammen. Nicht nur erst vorher. Oh. Silent. Ob das so eine gute Idee war, hier hinzugehen? Wird jetzt Blinkdagger auf Cooldown setzen? Nee? Ja, doch, jetzt Blinkdagger auf Cooldown und wieder weg. Wunderschönes Play hier von Simba. Hin und zurück. Oh, und FATP'n, okay. Das geht natürlich auch. Tja, aber Alolans bzw. Tiny holt hier schon wieder Weeha. Relocate Gangs. In der ganzen Zeit werden hier doch eher crazy Sachen passieren. Konsistente Relocate Gangs und das wird schwierig sein, hier überhaupt was zu holen. Simba hatte doch nicht so viel Impact, wie wovon ich ausgegangen bin. 2-2 und 60 Last Hits. Und eben auch ein bisschen was im Wald ist. Macht halt hier natürlich auf Midas Gaming, aber wird halt wesentlich später online kommen. Und zu der Zeit sind Tiny Wisp noch fetter als jetzt schon. Sieht schlecht in diesem zweiten Game aus für Meepwond. Empire haben wohl ihre Station wieder gefunden und sind sehr aggressiv vorne. Simba wird hier nicht gecatcht. Oh, wird gesehen, aber ist natürlich in den Bäumen drin und ist secure. Außerdem mit den Spiderlings sieht er halt, dass sie immer noch da sind. Oh, finden jetzt hier tatsächlich trotzdem Simba. Doch richtig hingegangen und easy Kills vorne und hinten mit dieser Tiny Wisp Combo, die einfach ist. Joki kommt hier tatsächlich weg, auf der anderen Seite Silent nicht. Ist leider ein bisschen zu weit vorne rausgegangen. Immerhin. Aber Bloodseeker läuft hier nicht Joki hinterher. Auch ein bisschen weit weg. Slaughter war wahrscheinlich einiges an Deaths, wobei gar nicht mal so sehr. Silent hatte nicht wirklich den Impact, den Resolution hier hat, zusammen mit Aloha Dance. Aber hey, klar. Slaughter ist halt auch hauptsächlich was im Early zu fighten, falls Tiny Wisp nicht funktioniert. Meiner Erfahrung nach, wenn Resolution so abgeht auf dem Tiny Wisp, dann wird das hier nichts mehr für Meepo. Ist noch sehr defensiv hier. Hani kriegt wohl einen 16 Minuten Blinkdagger. Nach diesem Stack hier, also 15:30. Immerhin, vielleicht können sie damit was anfangen, ein bisschen Teamfighten oder sowas, aber Empire haben doch schon eine starke Hand auf diesem Game und es wird schwierig, das da wieder zu entreißen. Ja, nächste Wahl auf Simba hier. Nächster Versuch von Resolution, aber dann doch nicht. Lieber ein bisschen farmen, denn es braucht noch 1000 Gold bis zum Arganems. Das ist ein recht gutes Timing zusammen mit der Urne und Portraits. Und der nächste Relocate Gang, schöner Stun auf Weeha und nächster Kill, aber Pilar Dai. Schön raus, trotzdem ein bisschen ungünstig mit dem Olds, da war die Absprache nicht vorhanden, wer was machen wird. Und nach dem Swap hat noch das Olds gezogen, was dann Weeha leider gestorben hat. Hani würde hier gerne ein ziemlich cooles EP machen, aber es ist niemand da, um ihm zu helfen. Excalibur könnte reinkommen. Oh, und jetzt haben sie ihn gescoutet. Die Rocket genau über ihn geflogen. Und da wird auch Hani jetzt keinen Impact mehr haben. Auf der anderen Seite Resolution. Beinahe noch. Holt hier sie einige Spiderlings. Versuchen hier einen Ghost zu machen, Simba. Aber ja, keine Chance gegen. Zum einen ist Craggy. Zum anderen halt Aloha Dance, der reinkommt. Und sowohl die. Das Damage Reduction gibt, als auch den Attack Speed. Weiterer Kill. Weiter vorne. Networth ist tatsächlich noch even im Networth, weil der Top Tower wahrscheinlich down ist. Aber auch XP sagt schon eine deutliche Sprache. Rupture ist jetzt auf Resolution. Wird versucht, was geht, aber auch Weeha ist sehr down. Resolution steht hier einfach. No one cares. Und Relocate in 15 Sekunden vorhanden. Stun ist jetzt da. Resolution wird gekitet, aber einfach kein Damage da. 2000 Leben, 8 Armor und ein Wisp zum Heilen. Nichts. Drin. Und jetzt ist Meepwond halbwegs down. Silent guckt schon, ob er vielleicht einen Kill bekommt. Hat einen Blinkdagger, aber zu weit drin für Empire. Holen sich dafür den Middle Tower. Und so langsam mit Tiny Wisp beginnen auch die Tower zu fallen. Arganems ist da. Der Damage auf den Tower. Ist tatsächlich nicht genug, als dass sich Resolution den Tower-Hit von Aloha den snipen lässt. Schöne Kill-Stealer. Wisp.
Und ja, Bottom Tower ist das nächste Ziel. Prinzipiell können sie Resolution eigentlich nichts anhaben. Können ihn halt zweimal stunnen. Sie können ein bisschen Damage drauf tun, aber sie haben nicht genug Damage. Und dann ist Alloydance immer da, um zum am Ende raus zu relocaten. Hat es eine Urne, okay, mit keinen Charges mehr. Hat auch eine Bottle, okay, mit keinen Charges mehr. Aber im Endeffekt, in der Theorie ist halt auch immer da. Sehr weit zurück. Kommen sie halt nicht ran. Ja, Simba kann halt auch nur das Camp farmen. Ist hier schön rausgegangen. Silent kriegt hier keinen Hit ab. Die Spylings können ihm halt auch nichts anhaben. 9 Armor. Passiert nicht so viel. Relocate. Nein. TP kommt erstmal rein. Schöner Dodge erstmal von Weeha, aber er kriegt trotzdem noch den Damage. Kann natürlich weglaufen. Kiten ist er einfach. Schöner Swap hier raus von Resolution. Und da geht er down. Monster Kill Streak von Resolution an Zeus. Aus von der Flank. Kein TP. Kommt hier weg, aber er kann es eventuell noch Joki ermöglichen, hier wegzukommen. Hat zwar keine Creeps zum Hookshotten, aber ist draußen. Wenn er auf Neutrals hookshotten können, kann es sein, dass er hier auf Roshan sich hätte es hooken können. Auch gut. Aber wichtiger Kill hier für Meepone zurückzukommen. Clockwork hat tatsächlich Blattsieger, der zu greedy war und unbedingt noch diesen einen Last-Hit haben wollte, geholt. Witzige Situation, die ich wieder verpasst hatte. Trotzdem aber 4000 XP für Meepone und der Kill war tatsächlich 3000 Networth insgesamt wert. Wichtiger, wichtiger Kill, um halt diesen Pain Train von Tiny Wisp irgendwie aufzuhalten. Das Problem ist halt nur Simba auf der Lane. Hat viele Spider-Links, kann aber niemanden damit eigentlich bursten. Kann auch niemanden down bekommen. Selbst Dazzle kann einfach Grave TP'en. Hat er nicht so viel Impact, wie es eigentlich erwartet wurde. Zu viele tanky Heroes, zu wenige Leute, die man wirklich nerven kann. Und halt auch über die Möglichkeit vom Relocate. Dass da halt auch keine Möglichkeiten sind, irgendwie was zu machen. Silent ist gut da drin, aber oh, die Spiders machen einiges, kriegen einiges an Damage hier. Auch die Hälfte schon weg. Dazzle Wave macht doch guten Damage auf die Spiderlings. Was ist das? 720, soweit ich es weiß, an Max Damage. Und die Spiderlings haben 450. Ja, 25, na gut, 0 Armor, okay. Die Wave zieht da wirklich krass durch. Ja, aber der nächste Tower trotzdem für Empire. Sind noch weit vorne. Könnte natürlich jetzt versuchen zu fighten, aber hat auch kein EP-Center auf Hani. Der zwar 007 ist, aber nach 20 Minuten noch 2000 Gold wieder für den Blinkdagger. Ist auch nicht schlecht. Trotzdem kommt jetzt hier Silent rein, könnte eventuell Weeha finden. Oh, schöner Blink von Hani in letzter Sekunde raus. Und auch Silent kriegt hier nichts mehr. Tower ist down. Aber Simba wird zumindest dafür sorgen, dass diese beiden Creeps die einzigen sind, die noch da sind. Rocket Farm auf die Spiderlings, die halt hauptsächlich nur die Creepwaves noch ein bisschen abhalten. Mal gespannt, ob es ein Hex wird hier oder ein Shivas. Oder ein Skadi vielleicht eher auf Simba. Amor hatte er genug. Slows hat er, glaube ich, auch genug. Zieht er sich Dazzle alleine? Und vielleicht. Silent wird wieder gesehen. Von daher könnte Simba mit den neuen Broadlings da jetzt vielleicht Action auf Dazzle machen. Mal schauen, ob er da rechtzeitig hinkommt. Andererseits, Grave TP ist vorhanden. Ist da erstmal nichts möglich. Excalibur mit einer Invis-Rune. Schöner Scout. Aber sieht, dass sie hier nicht in Roshan reingehen. Simba schneidet weiter in die Wave ab. Und ja, Hälfte Damage auf die Spiderlings gibt die Shadow Wave. Was einiges ist. Haben wir aber tatsächlich hier Resolution wiedergefunden und Alloydance geht hier down. Epicenter gechangelt. Excalibur mit der Invis-Rune. Genug Scouting, um den Damage zu machen. Ich glaube, ich gucke irgendwie an der falschen Seite. Komische Scheiße. Dieser Kill wird auch eigentlich absehbar mit Excalibur mit der Invis-Rune und Leute TP nach oben. Das wird zu weit. Gem wird gekauft. Jetzt reicht es für die Britmother. Aber sonst, Networth-Graphen können wir uns mal angucken. Wurde wieder ein bisschen zurückgetrieben von Meepo und einfach für die Tiny Kills. Tatsächlich XP ist weit vorne. Aber es ist natürlich auch die Sache, zum einen Midas Gaming von Simba, zum anderen halt auch Tiny Wisp immer zusammen und haben dadurch halt weniger Experience als der Rest von Meepo und wo halt Hani allein im Jungle ist und Paladin versucht alleine rumzulaufen. Und der Rest halt auch Solo-Helden sind, ganz einfach.
Vielleicht hier ein Smoke? Nein. Der weitere Old Scepter von Hani könnte hier vielleicht ganz okay werden, besonders halt um es zu juken, Old Scepter und Blink. Das ist natürlich immer eine meistens sichere Sache. Besonders um sowas wie einen Toss oder so zu dodgen sogar. Toss hinterher und schnell hochäulsen. Ja, Simba ist halt immer irgendwie um Leute rum, aber manchmal getroffen, sieht hier, okay, ist ein Gem da, aber kommt da absolut nicht weg. Dessel schön hinterher, ihn nicht aus den Augen gelassen. Und tatsächlich ein Gem auf Dessel, zahlt sich aus und bleibt wohl auf Dessel. Ich weiß nicht, eventuell Silent könnte das Ding nehmen. Wird vielleicht eher bald den Space brauchen für sein BKB. Aber. Go of Weeha ist jetzt hier wieder drin. Aber Epicenter dazu. Wisp geht direkt down. Resolution hat Rupture drauf, aber. Hilft nichts. Hani geht nochmal zurück. Und wird hier dann auch down gehen. Keine Chance mit dem Amplifier Damage da ranzukommen. Und Dazzle kriegt hier den Kill. Weeha TP raus, beziehen nach oben. Kann auch die Mana einfach wiederbekommen. Und jetzt könnte es eventuell Empire sein, die hier eine Roshan rausbekommen. Aus dem Fight, der doch sehr even war. Bisschen mehr XP für Empire. Trotzdem aber jetzt ein Roshan einfach durch die Map Control und ohne Epicenter ist da keine Möglichkeit für Meepon zu contesten. Naja. Schön gemacht. Und das ist der erste Roshan nach 24 Minuten für Empire. Deine kriegt die Aegis, hier nichts Besonderes. Wisp ist jetzt wieder da. Und ja, ist auf dem Weg zum Manta-Style. Broodmother mittlerweile hat das Manta-Style auch fertig, also das Manta-Style und kein Skadi oder sowas. Könnte vielleicht hoffen sie ein paar Relocates rauszuziehen oder sowas. Andererseits bei dem Agility-Held, der im Late-Game das Ganze carryen muss. Ist natürlich so eine Sache, Manta Style hilft natürlich auch. So, jetzt ist aber der Gem drauf. Und das ist er nicht, aber wunderschön fürs Amplify Damage zu dodgen einfach. Ist jetzt das... Ja. Ist das Manta super, das Problem ist, dass Amplify Damage einen Cooldown von 5 Sekunden hat. Und er ist halt nicht rechtzeitig weggekommen. Und mit dem Game zusammen ist es halt so eine Sache. Kommt er da nicht raus, Simba hat sein Bestes versucht, aber... Ist nichts möglich. Jetzt wird Joki eventuell gefunden. Wir haben keinen Relocate. Könnten ihn Go machen. Aber ja, Joki kann immer mal versuchen raus zu TP'en, aber es hilft nichts. Blade Mail gegen Bloodseeker ist eine bessere Wahl, aber so viel Damage kriegt er halt auch nicht. Und immerhin 1:1 Offlaner für Offlaner. Trotzdem, Simba ist da mehr wert, denn Clockwork kann seine... Sein Space Create nimmer tun, wohingegen Broodmother halt doch sehr, sehr level-dependent ist und halt auch, um es im Late-Game zu carryen, doch eher was machen muss. Resolution kommt jetzt hier zurück. Defensive Save ist nicht vorhanden für das Relocate, aber Resolution kann halt auch einfach den Schuss Build hier down bekommen. Wird jetzt nach links gehen? Nein. Geht tatsächlich down, aber es ist nur Aegis. Und Support ist da, Empire Silence ist hier. Resolution steht jetzt wieder auf. Und ja, jetzt müssen sie zurückkommen. Ach, vergessen zu blinken. Ist natürlich doof. Ani blinkt schnell raus. Wird hier ausgepinkt, aber wird anscheinend nicht jagen gegangen. Oh, wunderschön. Hier der Blink und der Blink wieder rein. Trotzdem, die Balls könnten ihn hier treffen. Aber nicht weit genug hinten. Jagen sie schon. Ah, Ani hat es hier gefunden, aber weiter zurück. Und Blink. Ja, Blink raus. Schön gemacht von Hani, der hier richtig viel Space created. Aber die nächsten Balls kommen wieder. Hani wird jetzt hier dreimal getroffen. Versucht es. Ah, das stimmt. Ne, doch. Blink wieder getroffen. Jetzt kommt der nächste und wieder weg. Oh, Hani, Jukings. Juking King. Und jetzt sind sie halt alle gestuckt. Die kommen hier nicht rein. Okay. Kommt hier der überhaupt raus? Ja, doch. Irgendwie war er doch hier raus. Okay. Hallo, Leute, jetzt muss ich den Weg frei machen. Holy Crap, wurde da reingeworfen, aber Relocate erstmal keine Zeit verschwendet und direkt weiter vor. Venture Spirit ist jetzt hier down gegangen, Excalibur.
Hat ein Problem, wird hier gestunt und wird wahrscheinlich dementsprechend halt auch down gehen. Holy crap. Dass es nach dem Juke doch so schnell weitergeht, hätte ich jetzt nicht erwartet. Weeha ist da, Weeha hat Movement 6 und 670. Sucht Yoki zu bekommen, aber Yoki TP doch einfach weg. Ganz knapp rausgekommen. Resolution können sie nichts anhaben, 2500 Leben mit 14 Armor. Und es sieht trotz den schönen Jukes und schönen Plays sehr stark vorteilhaft für Empire hier aus. Tja, 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 tja. Die Grafen, whoops, haben jetzt einen schönen Abfall nach unten gemacht. XP auch. Klare Sache. Es sieht gut für Empire aus, dennoch ist das Spiel nicht vorbei. Tiny hat wahrscheinlich wieder eine kleine Streak angesammelt, die man ihm wieder abnehmen kann. Und außerdem stehen noch zwei T2 Tower. Damit ist nichts verloren. Zumindest hat Empire gezeigt, dass das erste Spiel keine Ahnung was war. Waren sie noch im Schlafen oder sowas. Auf jeden Fall nicht das, was sie aussehen. Aber Silence sitzt hier drauf. Haste-Rune holt sich den Kill. Und auch Excalibur, wunderschön gemacht. Aber Epicenter-Channel, trotzdem schönes Relocate genau auf das Epicenter. Und der Damage reicht einfach nicht aus. Glockel ist zwar schon down, aber Resolution hier mit dem Movement-Speed auf Honey und es reicht aus. Gem ist halt da auf Silence. Und easy Escapes kommen hier raus. Das ist komisch, ich höre ja immer wieder Worte. Eventuell ist es Dota, das rumbuggt. Weil ich glaube, ich habe... Nee, es war nicht Tobi, das ich gehört habe. Ich glaube, ich habe irgendjemanden noch eben gehört. Es kann halt sein, dass irgendwie ein paar Bugs sind, dass du andere Kommentators hörst. Soundbugs gab es ja schon einige hier in Dota. Aber, naja. Immer nur einzelne Wortfetzen, von daher nicht wirklich relevant. Und vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Weeha zieht ein Gewitter hinter sich her mit über Max Movement Speed. Sowohl Dazzle Ulti als auch Amplify Damage. Minus 40 Armor. Holy crap. Ja, talk about minus Armor Strat. Definitiv. Resolution. Was finden sie hier? Paladai finden sie hier, aber der ist ein Solo-Kill. Aber jetzt haben sie vielleicht noch mehr gefunden. Oder Resolution wollte unbedingt den Kill haben. Und auch noch den Kurier finden sie hier. Oh, das ist bitter. Platzsieger muss sich hier hochölsen, aber oh, schöner Forster von Excalibur, der ihn da von dem Toss-Damage rettet und gehen wieder zurück. Brandmother in der Zwischenzeit holt sich den Gem zurück, worüber sich Simmer sehr freut. Und daher, kleine Hallo-Zeichen auf der Seite von Meepwnt. War halt der Trade ziemlich gut, Support gegen Silent. Kleine Anzeichen des Zurückkommens, vielleicht auf jeden Fall, dass der Gem weg ist. Hat Simba auf jeden Fall auf der Toplane bessere Chancen. Trotzdem, T2 Tower steht halt immer noch mit so einer Brutmother auf der Toplane. Das ist halt... Es ist nicht gut. Es ist keine gute Zeit für Brutmother hier mit 2-6. Kommt hier gerade so weg. Oh ja. Kann jetzt wieder weg. Kein Gem da. Aber der Burst Damage von Tiny Bus ist erstmal schon so, dass sie da was machen können. Simba, guck mal, ob er jetzt hier die Creep Wave doch noch abschneiden kann. Kann es, ja. Könnte auch einen zweiten Link benutzen. Aber es... Jetzt wieder getroffen. Und... Oh, da sehen sie definitiv, dass hier was ist. Toss braucht halt ein Ziel. Und jetzt muss halt nah dran sein. Jetzt kommt aber endlich die Rotation. Weeha kommt rein, aber ist einfach nicht schnell genug. Der Tiny ist bei 520 Movement Speed. Mann. Also ich dachte... 520 Movement Speed ist sowas, was man in der nächsten Runde erreicht. Nein. Die meisten Helden hier haben diesen Movement Speed. Ganz einfach mit der Drum ist er tatsächlich auf 521 Movement Speed. Tch. Schon krass. Und dabei sagt man ja, Tiny kann man so schön kiten. Ja, nicht bei einem Base Movement Speed von 450. Auch ohne Wisp. Ja, Simba hatte wirklich nicht wirklich Impact in diesem Game. Finden hier die Observer Ward. Immerhin.
bisschen anders platziert, aber haben wir durch den Sentry Warriors immer noch gesehen. Und werden jetzt erstmal gucken, ob sie aggressive Wards devonen können. Ja, Simba, Tibet ist erstmal zurück. Hat auf jeden Fall hier die Wave soweit herausgezögert. Er verlängert das Spiel halt, aber die Frage ist, ob wirklich, naja, ob Mipon das reicht. Und ob halt nicht einfach der Tiny das Ganze reißen wird. Vielleicht ist es jetzt der Push auf die T2, auf den T2 Tower in der Mitte. Sieht trotzdem noch nicht aus. Andererseits, Tiny Wisp, also Tiny ist jetzt in 1000 Gold gesixlottet, so ungefähr, bis auf BOTs. Und die Drum wirft man nachher auch noch weg, ja, aber erstmal gesixlottet nach 33 Minuten. 21k Net Worth, 8000 Net Worth vor Weeha hier. Und prinzipiell haben sie genug Stunts, um das hier aufzuhalten. Wir haben jetzt erstmal mit den Spiderlings schon gesehen, dass Roshan wieder da ist. Haben wir schon gesmoked. Und mal schauen, ob sie sich mit der DD vielleicht das holen. Aber da kommt der nächste Smoke von Empire hier rein und treffen sich alle hier gegenseitig. Silent kommt hier rein, aber nichts getroffen. BKB ein bisschen weit weg. Weeha und Silent zonen sich hier gegenseitig aus. Und wie es scheint, kommen beide Teams weg. BKB ist geforst und raus. Simba wird sich jetzt erstmal so Spit vornehmen. Aber Joki schön reingeholt, hat Excalibur gefunden. Excalibur pullt hier alles raus, aber wird doch noch von Joki down bekommen. Simba versucht sein Bestes hier noch was zu machen. Bisher steht es 2:1. Nipo haben schon was down bekommen, haben auch schon Silence down bekommen, aber na, 2:2. Da hat Zeus halt auch schon down. Das Weeha versucht von Joki wegzukommen, jetzt ist die Haste-Rune weg. Aha, schade mit dem Relocate an der falschen Stelle. Und Weeha kommt das... Oh, langer Toss. Aber es hilft natürlich nichts. Findet 60 Movement Speed. Ah, Joki, wann ist sein Hook auf Kuda in 18 Sekunden? Ich glaube nicht, dass sie das durchhalten. Nein. Und Weeha kommt hier knapp weg. Adora Dance belebt das Ganze noch. Und jetzt ist Resolution hier drin. In Hani und Simba. Und ja, get the fuck out of here. Ah, das TP war nichts. Oh. Schön hier, aber der eine Ball noch. Der eine Ball. Ah, der Hit. Der Auto-Attack reicht noch, um hier Hania und Hotron zu bekommen. Nicht gut für Meepound. Obwohl Weeha sehr viel Space created hat, konnten sie doch einfach so zurückkommen. Max Movement Speed auf Tiny. Einfache Sache. Und Tiny kann sie jetzt schön Roshan snacken. BKB kommt, von daher wird die Urne jetzt unnötig und wird weggeworfen. Oder es ist tatsächlich hier Slada, der sich das holt. Wir wissen jetzt hier, dass hier die Spiderlings sind, aber können nichts machen. Drum könnten sie jetzt wenigstens... Nee, auch zu spät. Simba ist not on top of his game. Aloha Dance wird hier vielleicht down gehen, hat aber schön noch das Relocate rausgemacht im Grave. Hat kein TP und konnte da deshalb rauskommen. Always Wanna Fly ist wahrscheinlich nicht so... Doch, so ein wunderschöner Joki. Guckt hier, dass er Always Wanna Fly protected. Oh, aber die Cox waren vielleicht nicht so optimal. Trotzdem sehr eng hier. Gut für Tiny Wisp. Aber Mipo zieht den Rückzug an. Tritt den Rückzug an und Silent findet auf dem Rückweg tatsächlich Excalibur und Pilei Dai. Wird dann wahrscheinlich hier nicht down gehen. Doch, Simba sniped ihn. Aber Weeha stirbt dadurch aus. Sieht nicht gut aus. Resolution ist einfach zu fett. 2100 Gold immer noch drauf. Und es sind bald... Okay, Daedalus für Tiny. Nachdem die Aegis weg ist, wird es das gegeben. Mipo in den letzten Atemzügen und das wird wohl ein Game 3 hier werden. Könnten noch ein schönes Epicenter von Hani sehen. Könnten noch... Ja. Werden wahrscheinlich in ein paar Sekunden, wenn sie hier wieder weg sind, ein Epicenter sehen. Channeln wird jetzt angetreten, aber ein bisschen weit weg. Findet tatsächlich nicht ganz so viele, aber der Wisp ist der wichtige Held, der hier gefunden wurde. Und geht hier down. Sinnvoll, Resolution ist alleine dann, ja, 430 Movement Speed noch doch recht schnell, aber hat auch ein BKB und tört das hier einfach, Buyback von Wisp, der jetzt hier drin ist und Resolution halt einfach so auch rausholen kann, wenn er das denn braucht und es sieht nicht so aus, als ob Resolution das braucht, aber trotzdem wird Nelu von Tiny mitbekommen. Oh, das ist bitter.
Oh, oh, oh. Kriegt ihr noch einen Grave? Resolution, haut rein, haut rein. Kriegt tatsächlich das gesamte gegnerische Team fast down hier. Aber Aegis poppt auch erst. Tja, und wesentlich mehr. Ja, wenn sie jetzt Resolution überhaupt down bekommen. Ja, Excalibur ist da, holt den Damage auf lange Sicht. Schöner Swap-Damage, aber 30 Leben existiert noch. Trotzdem kriegen sie jetzt endlich Resolutions Unstoppable Streak draußen. Da ist sehr viel rumgekite und leider etwas ungünstigen Situation, dass Alohan jetzt nur die Edo mitgenommen hat. Ja, Fight Recap, einiges wert. 8000 XP für Meepwound, okay. Mit den beiden Kills. Immerhin 3 Kills. Tiny ist ja Buyback gewesen. Trotzdem, 3 Rex verloren. T3 Tower an beiden Seiten sind down und gegen Tiny Wisp sind das natürlich einfache Relocate Snipes. Tja, im letzten Teamfight konnten Meepwound gewonnen. Tiny ist jetzt bei 10.000 Net Worth über Weeha von dem Bloodseeker. Und hat auch genug Gold, um das Daedalus zu kaufen. Hat dann bald Buyback und generell einiges da. Hat auch noch die Drums zu verkaufen. Und daher finden hier aber Pileye, der D1 wollte. Little does he know. So ist Silence auch hier okay. Waren in der Nähe. Haben hier sich den doch easy kill gesnackt. Nicht so viel Gold. Mal schauen, was wir hier im Meepwound noch machen können. Sieht nicht nach viel aus. Haben jetzt erstmal noch, werden wahrscheinlich auf den Roshan warten. Haben wir noch keine Notwendigkeit einfach, hier früher reinzugehen. Wird uns vielleicht tun. Resolution ist jetzt wieder da. Dann wird aber auch erstmal auf Buyback sparen. Buyback Status sieht auch so aus, dass er das tatsächlich jetzt... Ah, jetzt hat er gekauft. 1200 also noch. Jetzt hat er gekauft. Daedalus komplett. Ja. Komplettes Daedalus. 1200 Gold bis Buyback. Dauert noch ein bisschen. Besonders halt 1200 Reliable Gold. Was halt durch Creep Farmen nicht so einfach zu bekommen ist. Ergo gar nicht. Ist halt immer zählt Roshan als Creep mit, dann natürlich. Oh, eventuell wird jetzt hier Simba gefunden. Nein, Simba findet Silent. Ja, das Ding nicht mehr hat. Aber Resolution wird jetzt hier stark angegangen. Epicenter ist trotzdem haut Resolution einfach hart rum. Schöner Swap hier, um noch ein bisschen Damage zu hauen. Aber es hilft nichts. Sie kriegen Resolution nicht down. Jetzt auf dem Rückzug ist Calibur wird tatsächlich noch vom Toss und dem Hook getroffen. Weeha Buyback, aber das sieht mir sehr nach einem paar Sekunden GG aus. Ein letzter Fight noch für Meepwound ohne EP, ohne Rupture und ohne Thunderbust Wrath. Und ja, Initiation ist tatsächlich auf der anderen Seite. Yoki ist ein bisschen zu nah reingegangen. Hups, aber überlebt das Ganze tatsächlich noch. Bloodseeker mit 700 Movement Speed. Zzzzt. Kann sehr schnell das benutzen, um in die Base zurückzukommen. Tja, aber Rex oben werden hier down sein. Bottom Range Tracks sind die einzigen, die noch existieren. Bevor Mega Creeps nach 41 Minuten hier draußen sind, das wird wahrscheinlich doch das GG von Meepwound werden. Okay, mal versuchen, irgendwas zu tun. Aber die letzten Rex sind jetzt hier unten auch gefallen. Mega Creeps für Empire. Letzter Versuch, Meepwound hier doch noch ein paar Kills zu holen, einfach. Um halt nicht so antiklimatisch wie Empire das eben beginnt. Ein schönes BKB-Usage von Silent und die Kills sind auf einmal reset von Meepwound. Resolution turnt das Ganze. Excalibur geht hier beinahe down. Aber hat halt auch keine Chance mehr. Simba versucht das Ganze noch auf Resolutions zu machen, hat aber das Grave. Bisschen früh natürlich. Aber eventuell kriegen sie Silent noch hier. Aber direkt der Hawkshot auch noch von auf Simba. Mit dem Aghanims. Teamwipe für Meepwound und GG von Simba. Beziehungsweise natürlich von Meep. Team Meeperino. Nach 42 Sekunden. Verdient gespielt. Resolution und Aloha Dance. Tiny Wisp. Uncontested. Durchgehauen. Excalibur hat es dann in der Mittellane nicht geschafft, die irgendwie zu shutdown. Ist auch schwer. Gangs kamen keine. Von daher ist Resolution gesnowballt. Midgame sah es noch ein bisschen knapp aus. Da hatten sie zwei sehr schnelle Kills noch auf Resolution rausbekommen. Danach war aber nichts mehr zu machen. 19-4-15 beendet er dieses Spiel. Krass gut gespielt, aber das Problem war halt auch, Simba hatte zu wenig Impact. Da hätten sie jemanden gebraucht, der jetzt auf der anderen Seite der Map halt auch irgendwie existiert ist.
Oder vielleicht Traps hätte legen können, nicht immer auf einer Lane ist. Zimmer hat die Lane halt nicht so stark gewonnen, wie sie gehofft hatten. Sowohl Grave als auch generell Slada an sich war da halt einfach zu fett für ihn. Und dann wurde das nichts. 700 GPM, 780 GPM für Resolution. Nicht schlecht. Von daher geht es jetzt erstmal in ein Spiel 3. Team Empire gegen Meepwnt in den Joint Dota Masters Viertelfinale. Bis gleich.